Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir, far.io. Heute zeige ich euch mal, wie man GDevelop den Bildschirm mit dem Finger oder mit der Maus scrollen kann. Dafür mache ich jetzt erstmal ein neues Projekt und eine neue Szene. Ich mache das Hochformat. Also mache ich es 1280 mal 720. Oh, andersrum. 720 mal 1280. Dann ist es Hochformat. Dann mache ich noch in den Einstellungen. Portrait. Ich mache No Changes to Game Size. Apply das Ganze und sage euch jetzt erstmal, welche Variablen ihr machen müsst. Das sind die ganzen Szenenvariablen. Da braucht ihr erstmal die Variable Scroll Start Y. Dann noch Y einfach. Dann noch Scroll Distance Y. Ihr könnt ihn natürlich nennen, wie ihr das wollt. Dann auf jeden Fall noch Scroll Target Y. Und das war's, glaube ich, bis jetzt. Okay, als erstes machen wir Touch. Touch or left mouse button is pressed down. Und trigger once. Oh. Trigger once while true. Okay. Okay, dann die müssen wir die ändern Variable, Zielvariable, Scroll statt Y, set to value, Mouse, Y, Komma 0. Das müsst ihr einfach kopieren, schreibe ich auch nochmal in die Videobeschreibung. Okay. Dann müsst ihr was anderes machen. Und zwar könnt ihr das einfach kopieren. Touch or left mouse button is down. Und dann macht ihr ein Sub-Event. Dafür klickt ihr entweder auf hier oder ne, ihr macht einfach neues Event und zieht das einfach nach rechts. Dann ist es ein Sub-Event. Da ändert ihr, sagt ihr dann einfach Scene Variable. Scroll Target Y set to Mouse Y und dann wieder das gleiche wie vorhin, Komma 0. Das ist ein 0, kein O. Okay. Und noch Variable Scene Variable Y set to Variable Scroll Target Y oder wie er die halt genannt hat. Minus Variable Scroll Start Y. Genau. Dann wieder Variable, Scene Variable, Scroll Distance Y, set to SQRT, Variable, Y,
y minus Variable scroll start y. Oh, hier die Klammer natürlich noch schließen. Immer mal wieder speichern. Okay. Dann hier noch eins dazufügen. Und zwar scene variable scroll target y is less than warte. Klickt ihr hier auf Variable. Value of a scene variable scroll start y start y. Okay, dann macht ihr da noch mal ein Unterevent sub event und nennt es, also macht wieder scene variable und zwar scroll distance y is greater than 1. Okay. Dann gibt ihr Kamera ein. Y. Hier. Nicht set to, sondern add value variable. Scroll distance y machen. Okay. Dann wieder ein normales Event. Also. Nicht ganz normal, sondern hier dazu, zudem nennt es wieder scene variable scroll target y is greater than variable scroll start y. Okay. Dann macht ihr wieder ein Sub-Event zu dem und nennt es scene variable scroll distance y is greater than 1. Könnt ihr das einfach kopieren, da einfügen und da subtract. Und jetzt testen wir das Ganze, indem wir einfach hier was malen mit Punkten drauf oder so, damit wir sehen, dass es runter scrollt. Ja, und dann funktioniert es auch schon. War ziemlich leicht. Ich kann es jetzt einfach mit meinem Finger auf dem Handy oder mit der Maus hoch und runter ziehen. Und wenn ihr das haben wollt, dass es auch nach links und rechts geht, müsst ihr das Ganze auch noch mit X machen. Ja, also das war's mit dem Video. Ich lasse auf jeden Fall die Datei in der Videobeschreibung zum Downloaden. Und dann könnt ihr auch einfach das hier verwenden, indem ihr macht bei eurem Projekt, das da einfach kopiert, Copy, und das dann einfügt mit Paste. Und dann könntet ihr da bei eurer normalen Szene einfach machen hier, macht ihr einen Link rein und nimmt dann das, wie ihr die Szene halt genannt habt, von dem Projekt hier. Dann wird es auch in der anderen Szene gehen. Ja, das war's mit dem Video. Ciao.